Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Wir haben den vorigen Part abgespeichert und soweit hier alles fertig gemacht, ne? Soweit mir nicht alles täuscht. Ja, ist dann glaube ich. Ja, sieht schon mal gut aus. Wir haben die Kohle alles gemacht und hier und da und hast du nicht gesehen und jetzt geht's weiter. Operating Room, okay. Was ist hier? Nichts Besonderes. Hier ist aber was, oder? Doch, warte mal, da haben wir auch noch was drin. Eine Brandgranate. Was haben wir hier? Nichts Besonderes. Oh doch, da ist was zum Draufschießen, glaube ich. Was haben wir hier noch drin? Munition, Dragonfly. Oh Gott, wo müssen wir überhaupt lang hier? Das ist so ein bisschen verwirrend. Oh, okay, ich glaube, das hat sich gerade erübrigt, die Frage. Hier. Ja, da haben wir auch noch irgendwas. Ein Smaragd. Ein bisschen Kohle schadet nie, dann können wir unsere Waffen overpowern. Bloß die Frage ist, wo müssen wir lang? Hier lang. Die ist verschlossen. Schlüsselkarte, okay. Müssen wir hier irgendwo noch eine Schlüsselkarte finden, so wie es aussieht. Ne, kommen wir glaube ich nicht rein. Doch, hier. Kommen wir hier rein? Ja, ist auch zu, ne? Ja. Fühlt sich gerne, muss eine Art Kühlraum sein. Okay. Aber dann müssen wir glaube ich hier rein. Operating Room, ja. Ah, warte mal, da war nicht. Und was? Nichts übersehen hier. Jawohl, Magnum. Magnum Patronen. So, was haben wir hier? Kommen wir hier wenigstens rein. Yay, die erste Tür, die offen geht hier. Fängt schon gut an. Genauso wie bei Geisterjäger der Dubai San John. Alle Türen verschlossen. Und das sieht gar nicht gut aus. Oh oh. Ich hasse diese Laboren. Es ist eine Art Laborgerät, wofür das wohl verwendet wird. Ja, das. Oh oh. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Darf ich hier raus? Das muss dann sicher das in der Tür sein. Bedienen? Ja. Was ist das denn? Ah, okay. Grün. Ist noch rot, ne? Total bescheuert und einfach, aber okay. Prüfen. Die Tür ist verschlossen. Ist mal etwas im Zimmer, blockiert sie. Oh Gott. Louis Notiz. Die scheußlichen Kreaturen wie der El Gigante und die. Was? Novistadors sind nur Nebenprodukte der grausamen unmenschlichen Experimente, die an den Wesen vorgenommen wurden, die vorher Menschen waren. Aber eine Art unterscheidet sich deutlich von anderen. Dies sind die Regeneradores. Sie haben eine überlegene Metabolismus. Alter, was für schwierige Wörter hier. Dank den verlorenen Körperteilen blitzschnell regenerieren können. So etwas habe ich noch nie gesehen. Durch diese Eigenart sind sie mit gewöhnlichen Waffen fast unbesiegbar. Aber jedes Wesen kann getötet werden. Anscheinend leben Las Plagas in ihrem Körper. Ähnlich wie Igel. Was ist ein Igel? Igel? Igel. Okay. Man kann sie mit bloßen Augen nicht sehen. Sie lassen sich nur mit Hilfe von Thermografie finden. Um die Regenerierungsprozesse zu unterbinden, müssen die Las Plagas gefunden und zerstört werden. Soweit ich weiß, sind die meisten Regeneradores von mehreren dieser Plagas befallen. Um einen Regenerator zu töten, müssen alle Las Plagas vernichtet werden. Okay. Das hört sich schon mal richtig scheiße an. Munition hier. Tür ist zu. Was für Experimente werden hier durchgeführt? Lecker. Prüfen. Ah! Kühlraumschlüsselkarte. Eigentlich wollte ich jetzt gar nicht aufnehmen, aber okay. Wow! 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 Alter, was war das denn, ey? Scheiße, ich hab noch niemals. Wie soll ich das scheiß Ding töten, ey? Ich hab keine Ahnung, ich bewerf das Ding einfach jetzt mal bei irgendwelchen Sachen. Komm her, du Bösewicht, du. So. Stirbst du oder lebst du? Es lebt noch.
Jetzt! Tot! Nein! Boah, what the hell? Jetzt aber, oder? Das Ding erlebt! Boah, wie soll man das killen, ey? Oh, was eine eklige Scheiße, ey. Oh, das springt schon wieder und wir heilen uns mal eben schnell. Oh, ey, können wir das Ding nicht irgendwie wegtreten oder sowas? Ah, Alter. Wie viel frisst diese Scheißteil, ey? Voll. Woher soll ich, was ich da töten muss? Nizza. Ey, das gibt's nicht. Mein Gott. Wie asozial ist das denn hier? Oh, ein Smaragd. Cool. Sonst irgendwas? Nein. Aber ich merke, wir hängen gerade richtig in der Scheiße fest. Oh, wie soll man das Scheißding töten, ey? Das gibt's doch gar nicht. Wir müssen irgendwie weglaufen. Komm. Da hinten ist es. Es kommt ganz langsam auf uns zu. Oh Gott. In der Zeit haben wir mal noch Zeit, unsere Munition zu ordnen. Ja, Leute, ich habe diese Nerven. Boah, ey, das gibt's nicht, ey. Wir feuern allen möglichen Rotz da drauf, ey. Was soll man denn noch machen? So. Juhu! 5000. Boah. Hätten wir das Ding gleich mal von vorne reinnehmen müssen, hätten wir bestimmt irgendwie eine bessere Trefferquote gehabt. Aber okay. Tja, ich liebe es. Wir bräuchten irgendwie einen Raketenwerfer. Boah, jetzt weiß ich ja, warum hier so viel Munition rumlag. Stirb oder sowas. Geht doch. Worauf müssen wir denn da schießen, ey? Hallo. Ey, das war jetzt echt ein Fail, ey. Kann ich den Kopf abschießen? So, das war's. Aber egal, wir haben 10.000 Kohle. Oh Mann, ey. Das ist zum Kotzen. Irgendwo hängt hier schon wieder so ein Ding rum. Ne, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Ja. So. Und rein. Ich habe nämlich keinen Bock, dass wieder so ein Scheißteil kommt. Oh, gut. Anscheinend wurden diese Leiche mit dem Parasiten im Körper tiefgekühlt. Ein grausames Ende. Ja. Was ist das denn? Müssen sich Schlüsselkarten programmieren. Kann ich den Dark noch an Schlüsselkarten erinnern? Nee, wollen wir jetzt noch nicht machen. Ansonsten kommen gleich bestimmt irgendwelche Dinger wieder. Da liegt Munition. Wir haben hier keine Munition mehr für. Pflanze! Sonst irgendwas. Da liegt ein Koffer drin. Tiefgefroren, lässt sie nicht öffnen. Kann man die Scheiße irgendwie abschalten hier? Ja. Da liegt nämlich irgendwas Sinnvolles drin. Tür wurde verschlossen. Oh oh. Und einer lebt. Toll. Wo ist der Drecksack? Da hinten kommt er. Jetzt dreht er sich auch noch um, der Affe. Nochmal. Bleib doch hier irgendwo.
Da sehen wir die Las Plagas drauf. So, jetzt komm. Fuck. So. So, noch einer. Und der letzte, glaube ich. Ja, sauber. Warum nicht gleich so? Haben wir jetzt Munition gespart und den anderen Dreck? Okay, Tür wurde geöffnet. Jetzt können wir unsere Schlüsselkarte umprogrammieren. Die hatten wir schön gerne geändert. Schlüsselkarte, Fimmelbereich. Okay. Das ist schon mal ziemlich cool. Und wir klappen uns gleich mal ein Halldingen rein. So. Alles klar. Hui. Ja, jetzt kann ruhig einer kommen. Mit denen haben wir jetzt, glaube ich, keine Probleme mehr. Kommst du kurz? Komm, hier ist nämlich noch ein Ding, wo wir drauf schießen können. Na, dreh dich um! So. So, der erste ist nämlich schon mal hinüber. Der zweite auch. Ach Gott, nicht daneben. So. Bäh. Geht zu Boden. Und wieder 5000. Jetzt schießen wir kurz noch die Dinger zum Arsch. So. Sollen wir nur kurz zum Händler gehen? Ja, oder? Ich weiß nicht, wie viel Kohle haben wir? Dann können wir uns nämlich was tun noch, ne? 40.000 ist, glaube ich, zu wenig. Shit happens. Wir gehen weiter, weil die diesen Scheißbereich hinter mir haben. Okay, da vorne müssen wir also hin. Da vorne ist... Ah, hier ist auch noch ein Händler. So, jetzt hier rein damit. Puh. Ich hoffe mal, wir können heute das ganze Game durchzocken, wenn das nicht allzu lange dauert und dieser Platz auf der Speicherkarte, beziehungsweise auf der Festplatte, die Speicherkarte, mich nicht auffrisst. Hallo. Was haben wir hier? Na, Granate. Ein Hebel für den Kran. Bedienen, ja. Cool. Packen wir euch. Oh. Tschüss. So, komm her, ihr Stricher. Ich packe mir jetzt auch. Das macht zum Beispiel mal Spaß. So, du bist auch weg. Wow, wow, wow. Und der letzte. Du brauchst gar nicht mehr ducken. So. Anstatt die zerquetschen tut, aber er will anscheinend nicht. Er ist noch gnädig. Also wir schmeißen dich erstmal runter. So. Das sind die ganzen affigen Gegner hier weg. Haben wir irgendwas noch zu untersuchen? Nö. Das sieht schon mal sehr scheiße aus. Ah, da liegt irgendwas. Ein grünes Grau, so wie es aussah. Das ist der Müllschacht. Vielleicht wird er in den unteren Bereiche. Finden wir bestimmt noch heraus, würde ich sagen. So, ja, ein grünes Kraut, so sauber. Hier haben wir auch noch einen Smart im Müll. Wir schmeißen sowas weg. Das ist auch eine Scheiße. Wir können sie mal um die Ecken pirschen oder sowas. Okay, das sieht hier ziemlich verlassen aus. Das ist ein Sicherheitsschlüssel für die Tür. Okay. Ein gelbes Kräutlein. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir das nochmal gleich kombinieren. So. Das hier hin. Du nachladen. Und besser als nichts. Obwohl ich hier noch was Schönes drin für uns. Munition. Oder war irgendwas? Ah, toll. Eine scheiß Blendgranate, ey. Oh. Okay. Eine nächste Tür. Hier ballert ihn einer gegen. Da ist Ashley irgendwo. Hier hört sich irgendwie was Scheiße an. Was haben wir hier? Munition für unsere Pistole. So. Ah, lol. Wo geht's überhaupt hin? Da hinten geht's da irgendwo rum.
Okay, dann müssen wir, glaube ich, erst die beiden Affen da irgendwie eliminieren. Am besten schießen wir den einfach mal, ja, blenden wir die am Anfang mal und danach wichsen wir den einfach die Birne weg. Wow, wie schnell rennt ihr! So, der ist jetzt schon weg. Und der zweite auch. Ja. Sie ist verschlossen, ich brauche eine Schlüsselkarte. Tja, Ashley. Musst du nicht noch ein wenig gedulden, ungedulden. So, aber jetzt brauchen wir dieses hier wieder. Ich hätte die fast nämlich nicht gesehen. Weiter geht's. Und jetzt haben wir wieder ab. Toll. Finden wir schon die scheiß Ashley. Anstatt einfach C4 in den Türpark. Nein, wir laufen dran vorbei. Oh nein, ey. Kannst du noch beschissener kommen hier? Ich hab da eh schon kaum Munition. Au, 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 au. Ach, Alter, das tut weh, ey. Ich hab doch noch nicht mal großartig mehr was zum Ballern hier. Ja, du schießt mir auch noch an. Sachloser Penner, du, ey. Da ist auch noch einer. Ne, 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 ne. Ich muss hier irgendwie runter. Da kommt noch mehr. Oh, oh. Da ist noch einer. Wer sind denn hier, ey? Du lass mal liegen. Ist auch vorbei. Ne, 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 ne. Jetzt hätten wir die Blendgranate mal echt gebrauchen können. Okay, die ist leer. Wir haben noch eine Handgranate. Mal gucken, ob wir die einfach irgendwo reinballern. Oh, lol! Die verabschiedet sich gleich. Scheiße, ey. Stirb, ihr Stricher, ey. Bin nämlich out of ammunition. Aber jetzt nicht mehr. Wow, wo kommt er denn jetzt her? War das der Scharfschütze von vorhin, ne? Ja. Ey, lol. Ne, 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 ne. Kollege, ich hab darauf keinen Bock auf diese Scheiße. Da ist auch noch Munition. So. Hier haben wir auch noch Munition. Können wir uns hier kurz unterpirschen, alles nachladen. Und den schießen wir mal von der Treppe auch einfach runter. Oh toll, jetzt mal daneben geschossen. So. Ah toll, scheiß Geld, ey. Was soll ich mit Geld? Ich brauche Waffen. Toll, da liegt ja unsere Blendgranate. Okay. Was wohl auf diesem Rückgemälde zu sehen ist. Ja, was denn? Nichts Besonderes zumindest. Was haben wir hier? Achso, auch diese Scheiße. Kann die Schränke, die man öffnen kann? Nein. Natürlich nicht. Gott. Aber wir haben Pistolenmunition gefunden. Das ist doch mal wenigstens schon ein bisschen Gnädigkeit hier. Dindidum. Sonst irgendwo was? Nein. Okay, weiter geht's. Was haben wir hier? Eine Schreibmaschine und ein grünes Kraut. Speichern? Nö, brauchen wir nicht. Aber hier müssen wir, glaube ich, lang. Ja. So, da sind wir nicht angekommen. Toll, hier ist noch was Sinnvolles für uns drin. Sieh dir doch mal all diese Instrumente an. Ja, das tun wir doch. Aber... Öffnen. Oh oh. Ah. Das sieht ja mal eklig aus. Von wo kommt denn der überhaupt? Von da. Nee, das müssen wir kombinieren. Den rüsten wir uns auch gleich mal aus. Wir fischen uns an diese Tür irgendwie dran und hoffen wir, dass wir in dieser Zeit alle rechtzeitig killen können. Ansonsten habe ich ein dickes Problem am Arsch. So. Wie viel hat das Scheißteil denn? So. So. Jetzt haben wir den auch noch weggescheucht. War's das? Nö, irgendwie nicht. Tolle Wurst. Mit einer Blendgranate. Boah, was sollen wir da tun? Sollen wir da hier schnell vorbeilaufen, oder?
Zimmer damit einfach mal hier drauf. Auf die Beine. So, und jetzt kommen wir eben dran vorbei. Au! Boah. Ich muss mich hier umdrehen. Au, 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 au. Ich glaube, ich hätte doch mal absafen sollen irgendwie. Toll, das Scheißteil hat die Schlüsselkarte. Irgendwie kommen da nicht so dran. Ne, hier laufen wir irgendwo in Irre. Da ist irgendwas Sinnvolles. Was haben wir hier? Sauber. Am Rücken hängt das Scheißteil, glaube ich. Da ist es. So, das war's. Boah. So, wir haben eine Lagerraumschlüsselkarte. Puh. Okay, wir haben es geschafft. Obwohl wir fast gestorben wären, aber wir haben es geschafft. Das ist ja irgendwo noch die Hauptsache. Was haben wir hier denn so Schönes? Pflanzen. Mitnehmen. Pflanze. Mitnehmen. Prüfen. Was hier wohl züchten? Keine Ahnung. Interessiert mich auch gerade gar nicht. Denn ich bin auf der Suche nach Munition. Juhu. Sonst irgendwas. Ja, da. Munition. Hier auch noch irgendwas. Nein, das können wir natürlich nicht öffnen. Irgendwelche Kinder, die man wieder draußen hört. Die Türken. Ja, super toll. Ziemlich ätzend, aber was will man machen? Tja, Leute, was sich hinter dieser Tür verbindet, dies noch viel mehr, werden wir im nächsten Part sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil 4. Bis dahin wünsche ich natürlich wieder viel Spaß, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.